Hey Leute und ganz recht herzlich willkommen hier zum weiteren Fußball-Vlog, also Stadion-Vlog. Heute geht es mal nicht in die Oberliga oder nicht mal zu Groß Asbach, sondern in die Regionalliga, weil Groß Asbach ja auch Regionalliga ist. Und zwar, na, wer erkennt's von euch? Richtig, es geht ins schöne Städtchen Aalen. Oder wir sind im schönen Städtchen Aalen hier schon. Und zwar ist heute Derby-Time angesagt. Ja, Derby. Stuttgart 2 gegen Aalen, beziehungsweise andersrum, weil wir hier in Aalen sind. Ich würde mal sagen, dass das Ganze auf dem Oberliga-Kanal kommt, werde ich das Ganze neutral bewerten. Es wird auch noch ein Spieltagsbericht kommen, so wie immer. Und ja, dann würde ich sagen, suche ich mir schnell was zu essen, weil ich habe heute noch nicht viel gegessen. Und dann geht's auch, oder seht ihr mich auch später im Stadion. Das Spiel wird übrigens ein Flutlichtspiel um 19 Uhr. Deswegen bin ich da mal gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch sehr gespannt drauf. Und mal gucken, was sich so filmen lässt. Das Allianz-Stadion soll sehr schön sein. Und ja, ich würde sagen, für euch bis gleich, für mich bis später und ja, bis gleich. Hey Leute, beziehungsweise willkommen zurück, Leute. Wir sind jetzt hier am Aalen-Stadion angekommen. Ich würde euch ein paar kleine Outtakes reinschneiden. Outtakes sind super. Oder Outtakes sind super, wenn man welche hat. Und ja, ich habe welche. Nicht viel, aber ein bisschen was. Könnt ihr das mal sehen? Da werde ich... Ja, ich werde es so schneiden, dass es zusammengehört, auch wenn das nicht... ganz zusammengehört, wenn es ein bisschen später erst war. Aber das ist okay. Ja. Was kann ich zu dem Stadion sagen? Ich hab Bock. Ich hab ultra Bock. Okay, lassen wir das. Ja. Es fühlt sich hier gut an. Es fühlt sich gar nicht an wie Regionalliga. Das merkt man einfach nicht. Man denkt hier so, ja, man könnte hier gut zweite Liga spielen. Sieht, ich war noch nicht dort, aber sieht von den Bildern her sehr Heidenheim-mäßig aus. Gemixt mit ein bisschen Stuttgarter Kickers, wenn du den Weg da siehst. Sehe ich da gerade so ein bisschen. Und ja, es fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Mein erster Eindruck hier, stark. Kann man machen. Ich bin jetzt aber den ganzen Weg hierher gelaufen, weil ich mir dachte, komm, ey, was soll's, du hast noch so viel Zeit übrig. Was machst du jetzt in Aalen? Du willst nicht unbedingt dich irgendwo hinhocken und irgendwie warten oder so. Und was gegessen habe ich schon, habe ich relativ schnell was gefunden, was ja nicht überragend war, aber das war sein Geld auf jeden Fall wert, muss ich sagen. Und von dem her hat das alles ganz gut gepasst. Hier sehen wir die Kasse für die Gäste, doch, Gästekasse stehen, Stehplatz. Ich kann es nicht richtig lesen, wenn da Kasse 5 drüber bappt. Bruder. Sorry, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja. Alles gut. Ich laufe hier mal ein bisschen weiter rum und guck mal, dass ich euch ein bisschen was filmen kann. Wie gesagt, ein paar Outtakes habe ich schon. Baustellen. Wer kennt's? Hier aus Stuttgart. Viel zu viele Baustellen hier. Oh boy. Sprechen ist mal heute wieder ein bisschen schwierig, aber ja, wir haben jetzt noch, lass mich gucken, 17:30, 2 Stunden ungefähr noch. Und wir gucken einfach mal, wie wir das Ganze geregelt bekommen, wo wir uns jetzt hinstellen, wo jetzt, wie was ist. Könnt ihr mal einen kleinen Blick rein erhaschen, zeige ich den euch auch mal ganz kurz.
seht ihr mal ein bisschen meinen ersten Eindruck hier vom Stadion. Es fühlt sich halt sehr, sehr gut an. Kann man nicht sagen. Ich war ja schon in einigen Stadien, aber hier, ich hoffe, die Stimmung ist so gut, wie das Stadion aussieht. Dann hier, Stuttgart 2. Die löschen. Sorry, aber ich musste das jetzt sagen. Ich weiß, dass hier ist ein Oberliga, das ist der Oberliga-Kanal und das Ganze soll hier nur so neutral wie möglich gehalten werden, aber ich musste das machen. Glaubt mir, als Freiburg-Fan und allen Heidenheim-Sympathisant und auch als Kickers-Sympathisant musst du das sagen. Ja, es tut mir leid, Leute, aber das geht nicht anders. Vor allem, weil es wirklich Luschen sind, wenn man die Tabellenposition sieht. Ich hab das alles, das sind alles nur harte Fakten, Leute. Deswegen, ja. Und ich sage, sehen wir uns drin wieder. Ich weiß nicht, wann wir rein können, wie wir rein können, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht, wo die Shuttle-Busse nachher abfahren. Da bin ich sehr gespannt. Weil zurücklaufen will ich das nicht mehr. Aber, ja. Wie gesagt, erster Eindruck steht. Outtakes habe ich auch schon parat. Also, hört sich das alles gut an. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder drin für euch, für mich später. Und ja, bis gleich.